Herzlich willkommen zu unserem Screencast mit dem Thema Matrizenmultiplikation. Grundsätzlich kann man Matrizen nur dann multiplizieren, wenn die Spaltenanzahl der ersten Matrix mit der Zeilenanzahl der zweiten Matrix übereinstimmt. Ist dies, wie in unserem Beispiel, der Fall, so beginnen wir damit, die beiden Matrizen in das sogenannte Falkschema zu übertragen. Dabei schreibt man die erste Matrix links unten, die zweite Matrix rechts oben in das Schema. In das rechte untere Feld kommt später die Ergebnismatrix. Für die Ergebnismatrix gilt, sie besitzt so viele Zeilen wie die erste Matrix und so viele Spalten wie die zweite Matrix. Wir beginnen damit, das Element in der ersten Spalte der ersten Zeile zu berechnen. Von diesem Element ausgehend schauen wir nach links und schreiben den Zeilenvektor neben das Schema. Zur besseren Übersicht empfiehlt es sich, den Zeilenvektor als Spaltenvektor zu notieren. Nun gehen wir vom Element in der ersten Spalte der ersten Zeile aus nach oben und multiplizieren den Spaltenvektor mit dem bereits vorhandenen Spaltenvektor. Dies machen wir, indem wir das Skalarprodukt der beiden Vektoren bilden. Wir multiplizieren also die Elemente der Vektoren komponentenweise. Für unser Beispiel wäre dies 1 mal 5 plus 0 mal 4 plus 2 mal 3 und das ergibt 11. Dieses Ergebnis können wir nun an die entsprechende Stelle im Falkschema notieren. Nun fahren wir fort, indem wir die zweite Spalte der ersten Zeile auf die gleiche Art berechnen, wie wir bereits die erste Spalte der ersten Zeile berechnet haben. Wir bilden also wieder das Skalarprodukt der beiden Vektoren und erhalten das Ergebnis 4. Dieses Ergebnis tragen wir wieder in das Falkschema ein. Nach demselben Schema können wir nun auch in der zweiten Zeile verfahren. Für unser Beispiel erhalten wir so folgende Ergebnismatrix. Fassen wir noch einmal zusammen. Matrizen können nur dann multipliziert werden, wenn die Spaltenanzahl der ersten Matrix mit der Zeilenanzahl der zweiten Matrix übereinstimmt. Außerdem besitzt die Ergebnismatrix so viele Zeilen wie die erste Matrix und so viele Spalten wie die zweite Matrix. Wir hoffen, wir konnten Ihnen helfen und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen.